Ja, der FC Rapperswil-Jona verliert das erste Paraspiel mit 1-3. Und bei mir jetzt Timo Harpenick. Timo, wie enttäuscht bist du nach dem Spiel? Ja, ich würde sagen, enttäuscht ist das falsche Wort. Wir haben den Start ein bisschen verschlafen oder nicht verschlafen. Wir haben drei blöde Gegengol bekommen, die wir verhindern könnten. Und bei so einer Mannschaft wie Xamax ist es natürlich klar, eine Chance, ein Goal. An dem müssen wir arbeiten. Wir haben auch die eine oder andere gute Chance gehabt. Die erste Halbzeit, die wir leider nicht ausgenutzt haben. Und ja, jetzt müssen wir fürs Rückspiel schauen. Wir haben Chancen und die müssen wir einfach machen. Du hast gesagt, wir haben Chancen. Vor allem die zweite Halbzeit hat man gesehen, wo der FC Rapperswil-Jona recht gedrückt hat. Ein anderes Bild war halt in der ersten Halbzeit, wo man sich fast ein bisschen zu fest verunsichert gefühlt hat nach dem Rückstand. In der zweiten Halbzeit, dort wäre noch etwas drin gelegen, oder? Ja, in der ersten Halbzeit, ich weiss nicht, was es war. Wir waren verunsichert, wir haben uns überrumpeln lassen. Wir wissen, dass wir es können. Und das haben wir dann in der Halbzeit auch besprochen und gesagt, Jungs, wir können das, wir können Xamax mitheben. Das haben wir in der ersten Halbzeit teilweise gesehen. Und die Effizienz müssen wir vorne noch machen. Und dann habe ich ein gutes Gefühl fürs Rückspiel. Gutes Gefühl fürs Rückspiel, das braucht es. Was braucht es sonst noch? Ja, wie angesprochen, die Effizienz. Die Goal müssen rein vorne. Standard noch etwas gefährlicher werden, weil da können wir sicher auch noch etwas machen. Und defensiv einfach verheben. Also am Samstag geht es weiter in Neuenburg, dann auf dem Kunststrasse. Lassen wir uns überraschen, aber mit der Leistung, die der FC Rapperswil-Jona heute gezeigt hat, da liegt doch noch einiges drin. Danke dir, Timo. Alles Gute für den Match und toi toi toi. Dankeschön.